Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ja quasi die Natur der Sache, dass in die Rede der Opposition gerade auch eine gewisse Kritik eingeflochten wurde. Aber auf der anderen Seite bin ich ziemlich überzeugt, dass wir uns am Ende unserer Debatte auf eine ziemlich positive Gesamtbetrachtung für den Einzelplan des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verständigen können. Und ich möchte mich zu Beginn als Hauptberichterstatter im Haushaltsausschuss für den Bereich als erstes einmal ganz, ganz herzlich bedanken bei den Mitberichterstatterinnen und Berichterstattern für die wirklich gute Zusammenarbeit und Beratung. Ich möchte aber, wenn ich dann beim Danken bin, und während der Beratung haben wir so viele Berichte von und über diejenigen, die in unserem Namen irgendwo in der Welt und auch in schwierigen Ländern wie Nordirak oder Afghanistan arbeiten und helfen. Da möchte ich denen einfach einmal in unser aller Namen ganz, ganz herzlich danken. Die tun nämlich eine wirklich wichtige Arbeit im Sinne Deutschlands und unserer Werte. Und wenn ich schon mal beim Danken bin, das wäre sicherlich ohne die Haushaltsbeschlussfassung nicht möglich. Das wäre aber auch nicht möglich ohne die Arbeit des Ministers und seiner Mannschaft. Und insofern möchte ich Gerd Müller für seine Arbeit in den vergangenen Monaten, und ich bin sicher, er wird gute Verwendung für das, was wir jetzt gleich hier beschließen haben, auch in Zukunft ganz, ganz herzlich danken. Lieber Gerd Müller, das ist eine gute Arbeit, die wir hier beobachten können. Und das gibt uns auch die Gewissheit, dass das viele Geld, über das wir jetzt gleich beschließen wollen, gut eingesetzt ist und dass es verantwortbar ist, eine wirklich beispiellose Erhöhung des Budgets des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu beschließen. 8,5 Milliarden Euro für das nächste Jahr, das ist, ich wiederhole es nochmal, eine beispiellose Steigerung um 1,1 Milliarden Euro gegenüber dem Haushalt dieses Jahres. Und das ist, wenn man die Anfangszeit der Kanzlerschaft von Angela Merkel mit berücksichtigt, 2005, damals war der Haushalt des BMZ noch 3,8 Milliarden Euro, also eine deutliche Verdoppelung, 120% sogar. Das ist ein gutes Ergebnis und das verdient erst einmal Zustimmung allerseits. Natürlich gibt es auch viel mehr Aufgaben als damals, 2005. Durch Bürgerkrieg zerbrechen Lebenschancen rund um Syrien und anderswo. Helfen ist da ethisch geboten, dem Nächsten zur Seite stehen, aber helfen ist auch in unserem eigenen Interesse. Denn sonst machen sich noch viel mehr Menschen auf dem Weg, um ihre Lebenschancen woanders zu suchen. Und ich denke, dass unser Haushalt eine gute Antwort darauf gibt und unsere Bundesregierung in die Lage versetzt, anzupacken. Wenn ich sehe, dass wir rund die Hälfte des Gesamtbudgets des Welternährungsprogramms bezahlen, knapp 750 Millionen Euro aus den Haushalten des BMZ und des Auswärtigen Amtes, dass unser Cash for Work inzwischen 40.000 Jobs geschaffen hat, Existenzen, Chancen, die die Menschen dort wieder wahrnehmen können, dass mit vielen Diskussionen vorher oder auch nicht, wir alleine aus dem BMZ 260 Millionen Euro für UNICEF bezahlen, damit die ihre gute Arbeit tun können, das ist alles gut. Krisenbewältigung, Wiederaufbau, Infrastruktur, einer der Titel, aus dem die Hilfe vor allen Dingen finanziert wird, steigt von 400 auf 500 Millionen Euro. Und es wirkt. Es wirkt. Die Menschen haben tatsächlich die Erfahrung, dass sie wieder Chancen haben. Es machen sich weniger auf den Weg. Natürlich gibt es irgendwelche ständig rumkritisierenden Leute, die dann auch noch behaupten,
Die Tatsache, dass hier weniger Flüchtlinge ankommen, hätte eigentlich nur etwas mit der Schließung der Balkanroute zu tun. So ein Unfug. Die haben ja noch nicht mal geografische Kenntnisse, denn rein geografisch betrachtet liegt Griechenland bereits vor den Balkanländern und müsste ja dann dort ganz besonders viele Flüchtlinge ankommen. Das ist aber nicht der Fall, weil all das dazu beiträgt, dass die Menschen in ihren Heimatländern oder in den Lagern in der Nähe ihrer Heimatländer eben tatsächlich den Eindruck haben, dass sie dort Hilfe kriegen und dass sie dort Chancen geboten bekommen. Natürlich müssen wir auch noch ein bisschen lernen, alleine oder mussten ein bisschen lernen, alleine, was die Bewältigung des Programms angeht. Das Geld fließt schneller ab als bei den üblichen Entwicklungszusammenarbeitsprojekten, die wir aus der Vergangenheit kennen. Deshalb gab es einen Engpass in Barmitteln in diesem Jahr und abzeichnenderweise vielleicht auch für nächstes Jahr. Ein Grund, die Beträge deutlich zu erhöhen, verbunden aber mit der Erwartung an das Ministerium in Zukunft, etwas besser zu prognostizieren, wie schnell das Geld abfließt. Darauf haben wir auch als Haushaltsausschuss deutlich gedrungen. Wir müssen vermeiden, dass wir Doppelstrukturen aufbauen. Wenn man sich die Liste der vom AA finanzierten Projekte anschaut, dann sind da eine ganze Menge dabei, die ganz bestimmt nichts mit humanitärer Soforthilfe zu tun haben, sondern langfristige Projekte sind. Da werden heute offensichtlich im Auswärtigen Amt Strukturen aufgebaut, die doppelt sind gegenüber dem, was im BMZ sowieso schon da ist. Wir müssen aufpassen, dass das nicht am Ende zu Ineffizienten führt und zu einem Problem für Deutschland. Wir müssen aufpassen, dass, was wir immer wollen, natürlich die Sonderinitiativen auch offen stehen für die privaten Träger, die sich aber weiterhin darüber beklagen, dass sie einen deutlich schwereren Zugang zu den Sonderinitiativen haben. Deswegen glaube ich, an der einen oder anderen Stelle müssen wir sicherlich noch besser werden. Aber die Botschaft bleibt, Deutschland ist ein verlässlicher Partner, vielleicht sogar der verlässliche Partner bei der Hilfe rund um Syrien. Aber wir dürfen nicht über die aktuellen Krisen vergessen, dass es auch eine in Anführungszeichen normale Arbeit des Ministeriums für Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung gibt. Wir dürfen nicht unsere direkte Nachbarschaft vergessen, die Menschen in Afrika. Jenseits der Kriegswirren im Nahen Osten brauchen Chancen. Auch das ist am Ende in unserem eigenen Interesse. Und der äthiopisch-deutsche Vordenker Asfa Wossen Aserata hat als Untertitel über sein neues Buch geschrieben: Wer Europa bewahren will, muss Afrika retten. Ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges und gutes Motto. Weiter so reicht aber nicht. Mehr GIZ-Projekte, einfach mit ODA-Mitteln alle Probleme lösen zu wollen, reicht sicherlich nicht. Und die Bundeskanzlerin hat heute Morgen noch mal darauf hingewiesen, dass es darum geht, mehr Investitionen, mehr Jobs, mehr Chancen für die Menschen gerade in Afrika zu schaffen. Das ist etwas, was am Ende, wenn dort Jobs und Steuerzahler entstehen, auch für eine bessere Governance sorgt. Denn wer Steuern bezahlt, fragt seine Regierung auch ganz anders: Was machst du mit deinem Geld? Eine Frage, die erschreckend selten gestellt wird in Afrika. Und insofern glaube ich, dass dieser Haushalt des BMZ jetzt eine sehr, sehr gute Grundlage für die weitere Arbeit ist. Und die Botschaft ist, wir werden unserer Verantwortung gerecht. Wir sind der wichtigste Pfeiler der Hilfe rund um Syrien. Auf uns können sich auch in Zukunft die Menschen in Afrika verlassen und abschließen. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Wir sorgen dafür, dass wir auch in Zukunft noch helfen können. Denn ein insgesamt ausgeglichener Bundeshaushalt lässt uns auch in Zukunft die Stärke haben, diese Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, auch in Zukunft erfüllen zu können. Dafür wünsche ich uns gemeinsam weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Für die Grünen.